Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Animated Line Sentinel Prime, dem Autobot Elite Commander. Ja, Sentinel Prime spielt in der Serie einen sehr eingebildeten, schroffen, unbelehrbaren Charakter, der denkt, weil er die Elite ist, darf er alles. Er möchte natürlich dann Optimus Prime seine ranghohe Macht abnehmen und selbst das Kommando über die Autobots übernehmen. Was ich zugegebenermaßen gestehen muss, nach hinten losgeht. Ja, Sentinel Prime wird hier in der Deluxe Class geliefert, in einer sehr kleinen Version, trotzdem sehr fein. Geliefert wird er mit einem Energon-Schild und eine Energon-Lanze. So, die ist ganz normal abnehmbar. Möchte ich euch nochmal im Detail zeigen. Die lassen sich beide schön zusammen stecken. Einmal zieht ihr die Lanze heraus. Hier vorne dieser kleine Slot quasi ist hier oben mit diesem kleinen Stift quasi verbunden und dadurch lässt sich beides schön zusammenstecken. So, ihr seht selbst, das Schild ist sehr schön gemacht. Vorne mit einem blauen, sehr stark glitzernden Lack versehen. Den gleichen haben wir hier vorne nochmal. Allerdings ist er bei mir hier nicht sauber aufgetragen. Das heißt, an einigen Stellen hell, an einigen Stellen dunkel. Man sieht es hier dunkel und hier wird es extrem hell. Hier ist nicht sauber aufgetragen. Ansonsten trotzdem eine sehr schöne Figur. Die Figur an sich wird geliefert mit einem orangenen Frontschieber, so einem Schneeschieber, mit gelben Leuchten. Vorne grau, nein, es ist nicht metallisch silber, es ist grau. Dann das Autobot Elite-Symbol mit den Flügeln. Die Flügel zeigen quasi das Elite-Symbol. Hier an der Seite ganz normale, ja, Symbolik. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ob es Stop und Play ist? Ich weiß es nicht. Passt jedenfalls nicht zu ihm. Ja, hinten keinerlei Lampen. Die Lampen sind einfach nur schwarz gehalten. In Rot wäre es irgendwie schöner gewesen. Ja, und ansonsten wird die Figur prinzipiell mit schwarzen Fenstern geliefert. Und die ganze Figur, ihr seht es hier, ist komplett im Blau Metallic gehalten. Sehr schön eigentlich. Vorne natürlich dann auch nochmal schwarzer Frontgrill und gelbe Lampen. Ja, und unten sehen wir auch seinen Kopf. Also sehr simpel von der Verhandlung her. Wir können natürlich die Figur unten sehen. Ansonsten von Körperteilen, bis auf das, wie gesagt, der Kopf, wenn wir ein bisschen wegdenken, können wir keine Roboterteile groß sehen. Das Interessante ist vor allem die Räder mit den Verwandlungen dann später. So, dann kommen wir doch am besten jetzt auch gleich mal zur Transformation. Die Transformation ist sehr simpel. Einmal dreht ihr hier vorne die Front quasi von vorne einmal nach hinten. Das ist ganz einfach, denn vorne diese durchsichtige Klappe ist beweglich. Das heißt, ihr könnt sie hier vorne lösen. Nein, sie ist nicht im Dach drin, sie hängt vorne quasi am Rücken. So, wenn das einmal gemacht wurde, dann drehen wir einmal ganz simpel die Beine nach oben. Dann drehen wir die Arme raus. So. Sieht am besten, ja, man kann sagen, immer noch ziemlich skurril aus, aber das ist Absicht. Dann drehen wir hier einmal die Arme komplett zur Seite. Drehen den kompletten Untertorso nach vorne, separieren die Beine voneinander, so, sind vorne mit einem kleinen Stift miteinander verbunden. Dann drehen wir einmal hier vorne, was auch sehr interessant ist, dieses ganze Panel wird hier unten, ein Teil des Brustkorbs ist direkt hier vorne bündig verschlossen und hier oben müssen wir, hier vorne sind kleine Packs in dem Verschluss, wir sehen es hier, und hier oben sind kleine Öffnungen in dem Rad quasi. Damit müssen wir es verbinden. Das heißt, genau aufpassen, das ist quasi, das heißt, ihr dreht es vorne und dreht einfach das Rad ein bisschen, bis es einrastet. Dann dreht ihr den Arm nach unten, so, und das gleiche hier erneut. Einmal vorne,
drehen, bis es einrastet und fertig. Dann haben wir nach unten drehen. Dann einmal das Frontschild separieren. So. Gerade drehen, dass hier diese Gelenke gerade eine Linie bilden. Und jetzt einfach nach vorne drehen. Zur Seite wieder drehen mit den Gelenken. So. Und schon ist quasi hier das Frontchassis quasi fertig. Jetzt drehen wir einmal den Kopf nach vorne. Und schon haben wir Sentinel Prime fertig verwandelt. Das war's. Mehr nicht. Ganz simpel. So, die Figur an sich ist, wie gesagt, aus der Deluxe Class. Das heißt, nicht viele Details. Die Beine vorne sind in Grau und Schwarz gehalten. Ja, hier vorne fehlt jegliche Bemalung. Das heißt, Knie sind auch nicht bemalt. Kniegelenke ganz normal. Im 90 Grad Winkel nach unten anwinkelbar. Was ich sehr schön finde, ist vor allem, dass der Oberschenkel und die Scheibe bündig abschließen. Was ich auch sehr schön finde. Ja, dann hier die Fäuste lassen sich nicht zur Seite drehen. Das heißt, nur nach oben, nach unten drehen. Was sehr schade ist. Durch den Frontgrill natürlich ist die Beweglichkeit der Arme auch stark eingeschränkt. Das heißt, ihr könnt sie nur ein bisschen einmal so rum. Aber hier, ihr seht selbst, es blockiert komplett. So, ansonsten der Kopf ist auf einem Kugelgelenk. Ihr könnt ihn leicht nach oben drehen, leicht zur Seite drehen. Ja, die Ohren, die auch sehr interessant sind bei dieser Figur, sind einzeln gesteckt. Das heißt, sie sind bewegbar. Dies war aber gleich eine ganz große Warnung an alle da draußen, die diese Figur noch zulegen wollen. Sehr zerbrechlich. Aufpassen. Ja. Das Frontchassis ist wie gesagt auch in diesem blauen Metallic. Hier vorne das Autobot-Symbol der Elite. Sieht hier nochmal ganz schön. Und der Kopf an sich ist ein sehr, sehr interessanter Mold. Ich zeige euch mal. Er sieht natürlich sehr grimmig aus, sehr skeptisch. Aber das ist sehr typisch, weil in dieser Serie zweifelt er natürlich von Optimus Prime alles an. Das Gesicht ist sehr interessant gehalten. Ich zeige es euch am besten mal mit der Lanze. Es ist hier in einem sehr dunklen Grau gehalten. Allerdings sind hier diese Vertiefungen in einem noch dunkleren Grau. Dadurch wirkt sie wie Tusche, die quasi in die Vertiefung eingelassen wurde. Und die Figur an sich wirkt dadurch sehr plastisch vom Gesicht her. Die Augen sind in einem hellen Blau gehalten, wie die Lanze. Ihr seht selbst, gleiche Farbe. Allerdings ohne Lightpipe-Funktion komplett. Das heißt, ihr seht selbst, die Lightpipe-Funktion ist nicht vorhanden. Hier haben wir nur einen schwarzen Kopf quasi hinten. Ein bisschen Farbe schon abgeplatzt bei mir hier. Aber jetzt habe ich die Figur leider bekommen. Der Kragen, ihr seht selbst, dass die unterschiedlichen Farben nicht metallisch und metallisch. Ihr seht schön den Unterschied. Das Rückenmodul ist, finde ich, sehr schön angepasst. Das heißt also, die Frontscheibe von dem Auto passt sich dem Rücken echt gut an. Finde ich, passt sehr gut zusammen. Ja, und die Waffen, wie gesagt, könnt ihr ihm in die Hand geben. Einmal hier vorne die Lanze ihm einmal in die Hand geben. Die kann man so halten. Und einmal das Schild könnt ihr ihm in die Hand geben. So. Das ist eigentlich alles, was er kann. Nichts besonders Großes. Nichts besonders Spektakuläres. Es ist einfach eine Deluxe-Class-Figur ohne große Beweglichkeiten. Trotzdem, wie gesagt, sehr schön gemacht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, diese Figur ist für mich eine Figur, wo ich nicht unbedingt eine Kaufberatung ausspreche. Höchstens, man möchte alle wichtigen Charaktere aus der Serie haben. Diese Figur hat zwar einen sehr schönen Fahrzeugmodus, könnte man sagen. Allerdings fehlen sämtliche Details, was ich sehr schade finde. Deswegen würde ich dieser Figur alles in allem von den Details her nur schlappe 7 Punkte geben. Wenn überhaupt. Und im Robotermodus ja auch leider nur 6 bis 7 Punkte, weil die Beweglichkeit absolut stark eingeschränkt ist und die Figur sehr bullig wirkt und ja, nichts sonderlich Gutes kann, gar nichts. Also es ist einfach nur schlicht. In meinen Augen sogar fast mit die schlechteste Figur der Animated Line.
Sie ist sogar schlechter als Bumblebee, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut. Ansonsten sehr schick von der Bemalung her. Man hätte ein paar mehr Details anbringen können. Dann wäre auch die Beurteilung garantiert deutlich nach oben gegangen. Auch mit der Waffe hätte man sich vielleicht was Besseres einfallen lassen können. Ich weiß nicht, vielleicht, dass man hier vorne ein Loch drin hätte und hätte man vielleicht die Lanze vorne dran spicken können, dass er quasi wie so nach vorne stürmen könnte oder so. Leider hier nicht gegeben, sehr schade. Oder dass man die Lanze hier außen hätte befestigen können, auch mit einer Seitwärtsbewegung nach vorne. Leider so nicht gegeben. Ja, ich verbleibe so viel erstmal natürlich wie immer damit, euch zu sagen, wenn ihr irgendwelche Kritiken oder Wünsche habt, bitte einmal in die Kommentare. Ich versuche natürlich darauf einzugehen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review. Bis dahin. Wünsche ich euch was, euer Rex4Gaming.